Präposition die ist sehr oft benutzt, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Genitiv. Beispiele: Toms Buch. Il libro di Tom. Il libro di Tom. Annas Fahrrad. La bici di Anna. La bici di Anna. Der Freund meines Bruders. L'amico di mio fratello. L'amico di mio fratello. Wessen Tasche ist das? Wem gehört diese Tasche? Di chi è la borsa? Di chi è la borsa? Zusammen mit den Artikeln haben wir diese Formen. Di plus il, del. Di plus lo, dello. Di plus la, della. Di plus l apostroph, del, zweimal l und apostroph. Di plus i, dei. Di plus gli, degli. Di plus le, delle. Die Zeitung des Anwalts. Il giornale dell'avvocato. Il giornale dell'avvocato. Das Haus des Nachbarn. La casa del vicino. La casa del vicino. Die Hauptstadt Spaniens. La capitale della Spagna. La capitale della Spagna. Die Wirtschaft der USA. L'economia degli Stati Uniti. L'economia degli Stati Uniti. Im Sinne von Herkunft. Wir sind Franzosen aus Paris. Siamo francesi di Parigi. Siamo francesi di Parigi. Seid ihr aus Berlin? Siete di Berlino. Siete di Berlino. Im Zusammenhang mit dem Thema, Gegenstand. Worum geht es in dem Buch? Di cosa parla? Oder tratta il libro? Di cosa parla il libro? Oder di cosa tratta il libro? Ein Abenteuerfilm. Un film d'avventura. Un film d'avventura. Als Partitiv, im Sinne von Teilung. Ein Stück Brot. Un pezzo di pane. Un pezzo di pane. Ich nehme noch ein Stück Kuchen. Prendo ancora una fetta di torta. Prendo ancora una fetta di torta. Jetzt als Bezeichnung die Stadt Turin. La città di Torino. La città di Torino.
im Mai. Nel mese di maggio. Nel mese di maggio. Im Sinne von Material. Die Holztür. La porta di legno. La porta di legno. Eine Glasflasche. Una bottiglia di vetro. Una bottiglia di vetro. Die Seidenbluse oder das Seidenhemd. La camicia di seta. La camicia di seta. Bluse kann man auch als camicetta übersetzen. Als Zeitangabe. Tagsüber. Di giorno. Di giorno. Nachts. Di notte. Di notte. Im Sommer. D'estate. D'estate. Im Sinne von Gewicht und Maß. Eine Entfernung von 10 km. Una distanza di 10 km. Una distanza di 10 km. Ein Gewicht von 5 kg. Un peso di 5 kg. Un peso di 5 kg. Vor den 100 km, die ich zurücklegen muss, habe ich keine Angst. Dei 100 km che devo fare, non ho paura. Dei 100 km che devo fare, non ho paura. Als Vergleich. Sabina ist sympathischer als die Schwester. Sabina è più simpatica della sorella. Sabina è più simpatica della sorella. Sorella will den Artikel la, di plus la, das heißt della. Tom ist nicht so stark wie du. Tom è meno forte di te. Tom è meno forte di te. Meno übersetzt eigentlich weniger. Die Hose ist teurer als der Rock. I pantaloni sono più cari della gonna. I pantaloni sono più cari della gonna. Pantaloni, Hose, ist auf Italienisch immer Mehrzahl. Daher i pantaloni sono. Und jetzt einige Redewendungen. Einverstanden. D'accordo. D'Apostroph, weil zwei Vokalen nebeneinander sind. Kreditkarte. Carta di credito. Carta di credito. Personalausweis. Carta d'identità. Carta d'identità. Duzen. Dare del tu. Dare del tu. Sitzen. Dare del lei. Dare del lei.
mein Standpunkt. Il mio punto di vista. Il mio punto di vista. Ab und zu, di tanto in tanto. Di tanto in tanto. Ich habe es eilig. Vado di fretta. Vado di fretta. Hier könnte man auch sagen, o fretta. Je nach, a seconda di. A seconda di. Zum Beispiel, a seconda del tempo. Je nach Wetter. Wieder, di nuovo. Di nuovo. Normalerweise, di solito. Di solito. Ich sterbe vor Hunger. Muoio di fame. Muoio di fame. Hast du Lust auf ein Eis? Hai voglia di un gelato? Hai voglia di un gelato? Rechts von, a destra di. Zum Beispiel, rechts vom Auto. A destra della macchina. A destra della macchina. Links von, a sinistra di. A sinistra di. Zum Beispiel, links vom Zug. A sinistra del treno. A sinistra del treno.